Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben das letzte Mal mehr schlecht als recht hier die Probleme gelöst. Okay, ich muss vorher hier Feuer löschen. Ja, ja, ist ja gut. Lol. Ja, ich weiß, die Umgebung ist jetzt nicht so berauschend. Alter, die alten Holzhäuser von damals, die sind auch ruckzuck abgebrannt. Stoff. Ohne Scheiße, die sind wirklich schnell abgebrannt. Schon gut, du kannst kommen. So, schön hier lang. Nur Mut. Ich hoffe, mir erstickt hier keiner. Leder, nice. Genau das, was ich brauche. So, Roderick, mach mal auf. Schaffst du das? Ja. Bitte stützt gleich ein. Danke fürs Glück. Beruhige dich. Hugo, du hast den Hugo heißt uns bei uns. Besiegt. Bobby? Du bist hart im Nehmen. Ja, die Ratten härter von hier. Wirklich? Ich lüge nie. Und dann sterben sie. Und dann starben sie an Rauchvergiftung. Spielende. Mach auf! Denkst du, du kriegst das hin? Bin dran. Hab ich gedacht, ich bin echt positiv davon überrascht, wie sich das Spiel hier entwickelt hat. Okay. In den ersten Momenten war das wirklich so. Ja, ist gut gemacht. Zwischendurch vielleicht auch ein, zwei Momente, die man absichtlich ein bisschen. Wie man sich aufgegeilt hat, Spaß gehabt hat, aber ohne Scheiß, wie sich das ganze Ding hier entwickelt hat. Hut ab. Hut ab. Hätte ich nie gedacht, dass das Spiel noch so gut wird. Oh. Ja, und Tag der Wunder. Nimm den mal aus. In Gedenken an die Schweineklippen. Ist leider fertig, bevor der zweite Teil rauskommt? Logisch. Schön. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Naps. Brauche noch. Schwefel, ne? Sicher, sicher. Wir müssen. Es gibt halt für mich nichts Schlimmeres, als wenn ich da Loot habe, den ich nicht sinnvoll unterkriege. Das kennt meine Community von mir. Der Loot ist häufig mein Tod, aber das ist es häufig wert. Das muss halt irgendwie ran, ne? Weißt du, erinnerst du dich noch an den Loot, an den ich rangekommen bist? Ja, das sind schmerzhafte Momente für mich. Daran entsinne ich mich wirklich noch gut. Das Eindringen sofort gerichtet wird. Dieser Ort steht unter Quarantäne und fällt unter die Rechtsprechung der Inquisition. Aber wir sind nicht krank. Seht ihr das? Wir wollten nur unsere Habseligkeiten holen. Amicia, was sollen wir jetzt tun? Moment, ich denke nach. Vergiss es! Dreh dich um, Junge. Zum Teufel soll das? Mensch, das ist doch dumm. Die fallen hier wie Fliegen. Sehr schön. Magst du mir meine Opfer? Boom! So. Mit einer Schleuder ein Königreich erobert. Das soll einer nochmal sagen, David gegen Goliath wäre nicht einfach nur eine Erfindung gewesen. So, liebe Bürger, fürchtet euch nicht. Das Loot, an den ich nicht rankomme. Warum? Ich will da hin. Man möge mir die Tür öffnen. Auch vorhin mit der Blume, ne? Bin ich immer noch ganz enttäuscht. Ich hab da keinen Weg gesehen, wie ich hingekommen bin. Also ich hingekommen. Oh, danke. Wäre. Der Herr sei mit euch. Ja, danke. Und viel Glück. Hey, wartet! Feinde! In Deckung, Bogenschütze!
Gute Arbeit, Männer. Haltet die Augen offen. Niemand darf sich der Kathedrale nähern. Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da, das Fallgitter. Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Wir müssen da irgendwie hin. Okay. Bogenschützen. In nicht geraden kleinen Ausmaße. Jetzt, was ich mich halt frage, kann ich die Tür hier irgendwie aufschießen? Warum nicht? Jetzt! Lol. Diese Gasse. Da ist eine Kette auf der anderen Seite. Kennst du dich hier aus? Wir sollten das öffnen können. Ja, hallo? Tür öffnen? Das ist eine Kette auf der anderen Seite. Ja. Komme ich jetzt von hinten rum ran oder wie soll ich da hin? Ich habe noch mal Schwefel. Habe ich noch irgendwas mit Schwefel? Habe ich? Ich habe alles mit Schwefel gebaut. Na toll. Ich glaube nicht, dass ich hier links irgendwo lang komme, ne? Kopf habe ich hier. Nö. Dann muss ich mir gleich mal was einfallen lassen. Apropos einfallen lassen. Der hat noch Steinchen. Okay, da müssen wir uns um die Bogenschützen kümmern. Ich schaue mal rechts gleich nach, was da noch gibt. Erfolgreiches Krankheiten noch drin. Meinst du, Anni ist schuld an der nächsten Pandemie? Oh, da ist der nächste Anruf. Tut mir leid, Leute. Ich muss da mal ran. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Echt. Vielen, vielen lieben Dank. So, wo war ich stehen geblieben? Hier hinten können wir lang. Das kann ich schubsen. Wo habe ich mehrere Lösungswege? Okay, hier kann ich... hier kann ich jetzt craften, denn ich habe ja Leder. Ja, machen wir das erstmal. Da haben wir das nämlich weg. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Zwei Leder? Das kriegen wir hin. Das ist gar nicht so viel. Was kann ich denn danach? Verbesserung Behälter, dass die das Somanum an der Schleuder angepasst. Arminia kann Gegner jetzt aus der Distanz einschläfern, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Richtig gut. Ich brauche nach dem Einhornlied kurz Lindemann. Haben sie Einhornlied gespielt, während ich gerade Bereitschaft gemacht habe? Boah. Ja, da müsst ihr aufpassen, ne? Ihr kennt das, ne? Ich habe meine speziellen Freunde hier im Stream, die die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen. So, Epusanguis habe ich hier. Dadurch geht nur Einhörnerlieder. Ja, da hast du dich gefreut, ne? Schnaps. Ja, immer her damit. Sauber. Die Kette. Du solltest nicht. Warum? Ich kenne diesen Ort nur allzu gut. Was ist los, Rodrik? Ja, natürlich machen wir die Tür auf. Was ist das für eine Frage? Es ist schön, dass du den Ort kennst, aber hier könnte Loot sein, mein lieber Freund. Und Loot ist größer jeder Gefahr. Ich meine, guckt euch dieses Ding an. Wie kann ich hier nicht lang looten? Nein. Ich wusste es. Rodrik, was stimmt denn nicht? Wo gehst du hin? Gehen wir. Oh oh. Irgendwas sagt mir, dass irgendwas jetzt getriggert wurde, was ich vielleicht nicht möchte. Das ist seine alte Wohnung oder sowas, ne? Familie. Das kann nicht sein. Rodrik. Nichts mehr übrig. Schmiede. Haben Sie dein Haus niedergebrannt? Das war die Schmiede meines Vaters, wo ich aufgewachsen bin. Dort habe ich... Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber du lebst noch. Und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. Du hast recht. Ich weiß, wer ich bin. Los, wir müssen eure Mutter retten. Mama ist nett, du wirst sehen. Wir gehen zusammen und finden ein anderes Chateau. Hört sich gut an. Ja, in der Tat. Okay, wir haben irgendeine Achievement freigeschaltet. Einmal ganz cool. Hätte ich jetzt schwören können, hier war irgendwas zum Greifen, aber ich glaube, das war einfach nur sein Hammer, der geblinkt hat. Hey, ein bisschen Sidegaming. Nee, aber da vorne blinkt noch was. Wefe. Ich glaube, da oben lag noch Schwefel, wenn ich mich täusche, ne? Ja. Nehme ich mit, auch wenn es gerade nur einer ist. Davor hatte ich nämlich keinen. Rodrik erinnert mich optisch an einen Freund von früher. Dann fasse ich das mal für Rodrik als Kompliment auf.
So, was fehlt mir denn hier? Jetzt einfach nur, dass ich es weiß. Sanguaris und ein Leder, alles klar. Der Rest ist vorhanden. Was mich jetzt nur ein bisschen wundert ist, wie gehe ich mit der Problematik der... Die Bogenschützen würden sofort schießen. Wir sitzen fest. Gehe ich denn mit der Problematik um? Glaube? Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komme klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen Ausschau. Gut. Dann mal los. Feuer! Versteck dich, Rodrik! Mach dir um mich keine Sorgen, Knöpf. Der steht, glaube ich, ganz gut, oder? Nicht, dass wir Rodrik jetzt verlieren wegen der Tür. Das war äußerst ärgerlich. Oh. Soldaten, da vorne sind Soldaten! Amicia, die gehören dir. Na komm. Amicia, nein! Ernsthaft? Ernsthaft? Ein Pfeil und tot? Ich meine, jetzt ernsthaft, ein Pfeil und tot? Das ist schon beunruhigend. Jetzt muss ich den ganzen Kram natürlich noch machen. Du solltest nicht. Na gut, das will ich aber mitnehmen. Ich kenne diesen Ort nur allzu gut. Was ist los, Rodrik? So, wir brauchen ja eigentlich nur einmal schnell rüber. Eine Sache wurde angelootet. Dein Vater, ja, müssen wir noch einmal triggern. Du bist halt dein Vater, deine Familie. Nein. Ich wusste es. Das ist ein schöner Storyteil. Was stimmt denn nicht? Wo gehst du hin? Gehen wir. Ich mag diese kleinen Ausflüchte. Rodrik. Nichts mehr übrig. Abzweigung von der Story her. Das war die Schmiede meines Vaters. Bin ich wirklich schön gemacht. Wo ich aufgewachsen bin. Dort habe ich... Ich weiß, wie du dich fühlst. Bin ich wirklich schön gemacht. Aber du lebst noch. Und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. Du hast recht. Ich weiß, wer ich bin. Los. Wir müssen eure Mutter retten. Ja, ich bin schon da. Was ist mit dir? Ned, du wirst sehen. Wir gehen zusammen. Und finden ein anderes Chateau. Wie gerne ich sie von hier eigentlich schon abballern würde, ne? Einfach hier so BÄM an die Rübe. Aber das ist wohl leider gewollt. Die von hier nicht erreichen kann. Eigentlich schade. Aber gut. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schicken, gibt er uns Deckung. Ich hatte jetzt gehofft, dass eigentlich, wenn er startet, loszurollen, dass da der Speicherpunkt gewesen wäre. Lass los, Amicia. Das wäre nice gewesen. Aber bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Trotzdem anschießen. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen Ausschau. Gut. Dann mal los. Feuer! Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöpf. Ich bleib diesmal weiter hinten. Er ist schon... Der Junge ist schon ordentlich, ne? Nö. Ich bleib heute mal hier. Soldaten, da vorne sind Soldaten! Amicia, die gehören dir. Na ja, komm her, Junge. Nein! Oh fuck, da hat mich meine Loot-Geilheit. Nein, da war so viel Loot. Was sollte ich denn tun? Da war Loot. Die Kette. Du solltest nicht. Warum? Ich kenne diesen Ort nur allzu gut. Was ist los, Robi? Vielleicht kann ich es diesmal anders triggern. Ich sage, in dieser hier bleiben. Ich bin gleich wieder da. Und ich hole mir nur von der Seite. Nein, Amicia, ich habe Angst. Schon gut. Es war schrecklich, schrecklich. Bitte, Amicia, geh nicht. Alles in Ordnung. Ich bin. Verhalte dich ruhig und warte hier auf mich. Oh Gott, ich muss sie mitnehmen, ne? Ich muss es mir antun, ja. Was heißt, es klingt jetzt grausam, dass ich es mir antun muss, aber
Ihr wisst, was gemeint ist, ne? Ich muss das jetzt storytechnisch mir nichts mehr übrig geben. Haben Sie dein Haus niedergebrannt? Das war die Schmiede meines Vaters. Was ich aber schon mal machen kann, ist ein Stück zurückgehen. Dort habe ich. Ja, ich bin sensibel, wenn. Aber du lebst noch. Wenn es der Fall ist, wenn wir die Sensibilität zum fünften Mal machen, ist es vielleicht nicht mehr ganz so sensibel. Aber ich finde, wie gesagt, auch hier wieder die Einspielung der Musik richtig gut. Was mich jetzt stört, ist nur. Du wirst sehen, wir gehen zusammen. Und finden ein anderes Schatz. Der Karren, Rodrik! Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Geh weg, Weib! Hey! Lass los, Amicia! Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachenausschau. Gut. Dann mal los. Feuer! Ich frag mich, ob sich Krachen vielleicht da gelohnt hätten am Anfang. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Wow, danke, Seth. Danke, Seth. Ich finde, du... Dann... Schätzt mich schlechter ein als ich. Amicia, die gehören dir. Amicia, sie haben ihn getroffen. Rodrik, lass den Karren los, bitte. Nein, wir brauchen ihn, um das Fallgitter zu erreichen. Sagst du einfach! Wir sind noch mit! Kommt schon! Weiter so! Ihr habt's fast geschafft! Nicht sterben, Rodrik! Nicht sterben! Ich brauch nur eine Pause! Gut so, Rodrik! Nein! War's. Geh in Deckung! Nicht Rodrik! Wir sind da! Steh nicht einfach nur rum! Komm jetzt! Schnell! Oh mein Gott, Rodrik! Das bringt dir nicht um! Mir geht's schon besser! Ich bin direkt hinter dir! Gut! Die Arschlöcher einfach jetzt weglaufen, ne? Oh, Alter, das wird ja wohl abgehört, zwei Schützen. Hugo, sind auch, wenn ich es richtig sehe, tatsächlich Muskelgewebe, hoffentlich. Also zumindest der hier oben sieht gut aus, der andere sieht scheiße aus, der von hinten im Schulterblatt. Der könnte tatsächlich in der Lunge stecken. Der, genau. Der so. Ja, der sieht richtig scheiße aus. Wir helfen dir durch! Ja, wer hat hier eine Zwiebel hingestellt, genau. Oh, very sad. Tut mir leid. Scheiße! Hugo, komm jetzt. Wir müssen weiter. Ja, danke, Seth. Das macht mir jetzt kein schlechtes Gewissen. Nur weil ich die Bogenschützen... Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Das kann nicht sein. Melly, bitte. Nein. Diese Bastarde müssen bezahlen. Sie werden bezahlen. Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Rodrik und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe. Sie hat recht, Melly. Rodrik. Es ist vorbei, Hugo. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher! Oh. Setzt schon so ein bisschen zu, oder? Findet ihr nicht?
Aber sie bahnen unseren Weg. Ach ja? Wie denn? So. Wie machst du? Boah, das passiert gerade wirklich. Hugo, sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly? Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. Zwei Leder. Snacktime! Ich bin Franzose, bin an solche Opfer gewöhnt. So sind wir, wie Rodrik. Ja. Tapfere Seele. Großes Herz. Ich glaube, ich habe jetzt hier echt fast alles zusammengebaut, was irgendwie geht, ne? Ich kann das Zeug nicht mehr mitnehmen. Ja, ich werde diese Folge ein bisschen zusammenschneiden müssen, dadurch, dass wir die Pause hatten. Ich hoffe, dass das mit Zeitkontingent ungefähr hingehauen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, euer Sly, ciao.